Wie viel von diesen Vögeln brauche ich? Zehn Stück. Warte mal, aber Bezwingertat hier wieder. Na komm. Erledigen wir die Vögelchen. Mit dieser Beschleunigung der Bezwinger. Bezwingerdaten geht das Gott sei Dank recht schnell. Bin ich eigentlich recht froh, dass ich das Ding habe. Im Auenland hole ich das dann später irgendwann mal nach. Machen wir dann nur die, die wir auch offiziell im Punkt drin haben. Den anderen suche ich dann nicht explizit. Wenn wir eine angefangen haben, machen wir das auch zu Ende. Insofern es möglich ist. Könnten hier eigentlich auch noch ganz viele Vögelchen sein? Da ist noch einer. Komm her. So zu Mama. Ich hab was für dich. Ja. Da ist auch noch einer. Ich bin echt schon bald wieder fast an dieser Höhle da hinten. Weit wurde ich eigentlich gar nicht in diese Richtung. Ah, hier lungern sie alle rum. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weißt du, man sucht sie sonst im Wolf. Nee, man geht einfach hier in diese Flucht. Gleich sind keine Vögel mehr da. Hallo nicht? Ah, der letzte. Tada. So. Nächstes Bezwingertat fertig. Wie viel haben wir jetzt? Oh, 53. Süß. 53 ist echt niedlich. Ich habe ja gestern für die Addons da die Erweiterung einiges ausgegeben an Punkten. Da die ja gerade so runtergesetzt sind. Hier kann ich einfach nicht Nein sagen. Ich meine, für nur 99 Punkte gerade. Die ersten 6 Addons und alle Aufgabenpakete. Gut, die Aufgabenpakete kann man sich ja durch den Code holen. So. Jetzt heißt es, Untote töten. Jede Menge. Und, oh, ich habe ihn nicht gesehen. Versteckt hinter Stein. Und das Schlimme ist, uns bleiben nur noch 1,5 Stunden.
Zumindest mit ADAO. Dann gibt es die Serverwartung. Jetzt. Ja, was soll's. Wir möchten es zumindest erreicht haben, dass wir hier in den Eredruin fertig sind. Das möchte ich zumindest schaffen. Wäre schon mehr zufrieden. Das ist noch welche. Hier meine grausigen Grabmäude. Stufe 14. Nee, kann aber keinen neuen Punkt verteilen. Schade. Ja, nicht. Unbezwingbarer. Okay. Na dann. Naja, wir haben es zumindest fast bis Stufe 20. Wenn uns jetzt kein Fehler mehr passiert. Sind nur noch 6 Level. Um den Titel zu erhalten. Warte mal, ich glaube, das hier war auch ein... Ja. Ein Heilzauber. Das ist nur so ein komisches kriechendes Viech. Kriecher brauchen wir nicht. Heißen die so? Ich weiß gar nicht. Ja, die heißen tatsächlich so. Gott, wie einfallsreich. Siegt Unheute. Einen brauche ich noch. Da. Eilen und Holz. Ja, das ist das, wo wir es abgeben müssen. Okay. Dann einmal Pferdchen. Stein! Ja, das war klar. Hier sind noch mehr Untote. Nee, euch will ich gerade nicht. Mit euch bin ich jetzt in der Regel eigentlich fertig. Brauche jetzt eigentlich nur noch die Spinnen. Die Spinnen und... Ist das Kupfer? Nee, das ist ein Bär. Genau. Bär ist jetzt Kupfer. Wolfsspinnen. Ja, Wolfsspinnen. Gerne. Hatten wir schon. Hallo, Meisterpets. Jetzt ist mein Ziel aber erstmal der Wehrturm da hinten. Dann haben wir auch die Erkundungstat fertig. Ich glaube sogar alle. Irgendwo hier müssten eigentlich auch Spinnen sein. Da. Da ist Spinne. Spinne kommt jetzt in sicheren Tod.
brenne, du kleine Spinne, brenn. Geil wäre es jetzt mit so einem fetten Flammenwerfer einfach hier durch das ganze Gebiet und alle Spinnen ausrufen. Ich hasse die Viecher. Ich glaube, da hinten ist auch der Ort, wo sie sich auf hier runterhangeln. Gott sei Dank aus sicherer Entfernung. Und nicht direkt vor mir. Juhu! Erkunden der Ruinen der Elben. Das haben wir auch fertig. Yeah. Hallo Hybrid! Ich wünsche auch dir einen guten Morgen. Also, ja, mein Start war etwas verschlafen. Aber sonst gut. Ich habe nur vergessen, dass es für Herr der Ringe heute eine Wartungszeit gibt von 14 bis 18 Uhr. Das haut mir gerade so ein bisschen in die Magengrube. Das heißt, wir müssen dann doch mal anderes spielen. Aber dann können wir uns an Tales of Arise oder so Rennen machen. Und ich hoffe, dass das Update dann nicht ganz so groß ist und ich jetzt nachher vielleicht im Stream runterladen kann. Ohne dass das Stream sagt, nö. Es wäre zwischen. Ich hoffe, du hattest ebenfalls einen Start in die Woche. Ich hoffe, du hast gut geschlafen nach gestern Nacht. Hallo, Spinne. Mehr ging nicht, ne? An Aufgaben. Gesammelte Spinnendrüsen. Ja. Mal was gucken. Guckt man jetzt eigentlich auch? Ey, okay, das ist das andere Gebiet. Well. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich weiß noch nicht genau, wie wir uns vorarbeiten. Weil man kann ja von hier aus auch nach hier hoch. Ich will nochmal gucken, wie man das am besten verbindet, dass man da auch noch mit hinkommt. In die anderen Orte dieser wunderbaren Welt. Weiß noch nicht genau, wo uns die Bücher hinführen. Hier sind so viele Spinnen. Wir haben noch nicht... Ach ja, stimmt. Rasterei fehlt ja noch. Beim Erkunden. Dafür müssen wir aber Hauptstory weitermachen. Kommen wir ja gleich wieder hin. Sobald wir das elendige Gebiet hier fertig haben. Mit diesen wunderschönen Viechern. ...16 von 60. Das haben wir noch. Sollten wir eigentlich schaffen, das Gebiet hier fertig zu kriegen. Eigentlich. Ich sehe da eigentlich kein Problem. Ich glaube, die nächste Instanz ist auch die letzte in dem Gebiet. Brenn, kleine Spinne, brenn. Schneespinnerangreifer. Können diese Spinnen nicht aus Glitzer sein? Eventuell. Wäre angenehmer.
Eine schöne Glitzerspinne. Glitzerspinne, die Tango tanzt. Nee, ich glaube, das funktioniert so nicht, oder? Wir haben es bald. Ich will weg von Ihnen spinnen. Fünfzehn gleich noch. 15 von diesen ekelhaften Spinnen. Ich bin und ich bin erlöst. Immer noch diese ekelhafte Fliege von heute Nacht drin. Da unten noch Spinnen? Glaube nicht. Ich glaube, die Spinnen wohl nicht so nah ans Wasser. Da ist noch eine. Können wir uns auch gleich noch zu der einen Quest hinmachen. Müsste eigentlich da auch sein. Und Berti heißt da, glaube ich. Quest mit Berti. Achtunddreißig von 60. 10 noch. Den Viechern haben was. Was ist eigentlich dieser Berti? Okay, das muss ich nach Grönland. Spinnennetz. Berti heißt der, nicht Berti. Berti. Berti der Zwerg. Da hinten ist die Mutter der Spinnen. Schneespinnermutter. Auch ein sehr schönes Exemplar von Spinne. Oh nein. Komm her, Mami. Genau, bring deine Kinder noch mit. Ist so. Nee. Oh, nur noch 5. So, und Berti dann hier oben waren. Ja. Die sehen da schon sitzen. Gleich noch sämtliche Quests abgeben. Dann können wir uns um die Hauptquest kümmern. Hört euch alles an, was ich zu sagen habe. Ja. Ich brauche eure Hilfe. Komm mit. Was noch mehr? Ah, da sind sie. Hi.
entschwinden fern, werde ich mit diesem Leben nicht mehr. Hier. Kommst du jetzt? Gleich müssten sie sich runterhangeln. Da. Boah, ist das ekelhaft, ey. Es ist so ekelhaft. Wollen wir, wenn man dann schön reinrennt und das dann schön überall sieht. Nee, ekelhaft. Juhu, Spinnenbezwinger abgeschlossen. Brauchen wir jetzt nur noch die Wölfe? Oh Gott, und die Wölfe dauern. Na gut, ich weiß, wo wir die Wölfe machen. Wir müssen ja eh nochmal nach Grundim zurück. Wieder welche runter. Und wie langsam er einfach mal da lang schleicht. Als wenn die Spinnen ihn nicht sehen. Du denkst ihn nur so, oh, lecker, Frischfleisch. Gott, das krabbelt doch bald. Man hat immer so das Gefühl, dass die Spinnen auf einem selber rumkrabbeln. Nicht schön. Gar nicht schön. Wobei ich glaube, ich kann sogar für Herr der Ringe das Update laufen lassen. Ich muss nur es niedriger stellen. Glaube ich. Also sollte ich mit voller Leistung runterziehen. Mal gucken. Vielleicht so heute Abend nochmal. Aber dann wird es nicht ganz so lang. Wenn wir heute Abend nochmal spielen sollten. Weil ich frisches Jahr morgen relativ früh in die Schweiz aufbricht. Und ich ihm dann natürlich gerne noch Schütz sagen möchte. Und nicht wie ein verschlafener Kloster an der Tür stehe. Deswegen wird das dann wahrscheinlich nicht ganz so lang. Wahrscheinlich nur bis 10 oder 11. Wenn hier nach vielleicht wirklich Tales of Arise. Jetzt eine Schädigung, dass Mittwoch nicht kommt. Hallo Bärchen. Tales of Arise muss ich auch unbedingt weiterspielen. Kommen wir ja jetzt auch ins neue Gebiet quasi. Und ab, ich will euch nicht. Ich habe wohl nichts getan. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Oh, ist sogar besser. Mego Wannen. Hier. Auch besser. Mego Wannen. Da ist es egal. Was benötigt ihr? Da ist es auch egal. Seid gegrüßt. Werdet ihr mir helfen? Werden wir nicht. Ach du grüne Leute. Okay, einmal. Zweimal.
haben wir hier? Gesegnete Runensteine. Ja, dann nehmen wir doch die auch mit. Darf ich euch helfen? Dann verkaufen wir gleichzeitig hier noch wieder. Schwert können wir eh nicht gebrauchen. Auch nicht. Dann noch einmal alles reparieren. So. Und das einmal neu ordnen. So, dann habe ich noch die Dinger. Okay, ganz nach unten, unten müssen wir zwar nicht mehr. Aber glaube ich. Egal. Machen wir jetzt erstmal Hauptquest. Machen wir die Hauptquest weiter. Dann nochmal die Bezwingertat und dann geht's ins neue Gebiet. Beziehungsweise gucke ich dann auch nochmal, wie teuer das eine Haus wäre. Ich schon gern dann ein Elbenhaus. Eigentlich. Was benötigt ihr? Gute Arbeit. Sobald die Zwerge und Elben ihre Streitkräfte vereint haben, beginnt ihr Angriff, der Angriff auf Rastareik. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Mhm. Duvalin hat viele lange Bärte nach Rastareik entsandt. Und Durungur Weißdorn hat viele seiner Elbenkrieger zur Verfügung gestellt. Skorgon wollte die Völker aus den Eredluin entzweien, aber sein Handeln hat nur dazu geführt, dass sie sich ihn umso entschlossen entgegenstellen. Gorgrim Grimhand wird in Rastareik sterben. Während die Elben und Durins Volk den größten Teil der Bilbis-Armee weglocken, werdet ihr hinter ihre Linien treten und mit Arbortal zusammentreffen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Verbündeten um euch gesammelt habt. Dann werde ich euch den Weg zu Arbortal zeigen. Ja, wie kann ich euch zu alleine. Diensten sein? Natürlich. Die Zeit ist reif. Die gemeinsame Armee aus Zwergen und Elben hat bereits mit ihrem Angriff auf die Kluft von Rastareik begonnen. Arbortal wartet im Tal auf euch. Wir müssen gehen. Die vereinten Truppen von Fürst Valin von Thorins Halle und Dorongur Weißdorn von Duilond bereiten einen Angriff auf die Bilvis-Armee bei Rath Tereik vor. Ich bin bereit. Wir werden Skorgrim Grimhand finden und die grausamen Kreaturen nur aus dem Tal Rath Tereik, sondern aus ganz Eredluin vertreiben. Also auf sie mit Gebrüll. Du bist langsamer als ich. Ah, nee. Okay, das ist einer von uns. Ich wollte gerade angreifen. Ah, Tal. Oh, hallo. Oh. Das heißt, wenn es Twalin ein Zwerg wirst. Eine sehr gute Frage. Ich gehe mal von aus, dass das dann so Titel nach dem ganzen Gedöns wird, weil Balin war dann ja auch in Moria Herr, der Herr von Moria. Also ich denke mal, das sind dann so einzelne Titel, die sie dann einfach verteilt bekommen haben. Die jetzt so in Buch und Film nicht unbedingt stattgefunden haben. Ich soll weiterlaufen. Da kommen sie.
Also gehe ich zumindest mal von aus. Es kann aber auch sein, dass es irgendwo gestanden hat im Buch und was einfach nicht gelesen hat. Du weißt gar nicht, damals im Hobbit, wie viele Zwerge sind gestorben? Thorin ist auf jeden Fall gestorben. Und ich glaube, Fili oder Kili, einer von beiden. Ich kann die bis heute nicht auseinanderhalten. Wer war der dritte? Wer war der dritte Zwerg? Echt? Ich dachte, einer hätte überlebt. Also auf jeden Fall den, auf den dieses Elbenmädchen da stand. Dann waren es beide. Ich glaube, alle anderen haben dann halt einfach irgendwelche Titel von ihren in den einzelnen Regionen bekommen. Schätze ich mal. Irgendeiner muss die Leute hier wieder anführen. Wenn alle anderen tot sind. Vielleicht wurde er dann wirklich zum Heerführer von Thorins Halle. Balin von Moria. Dann wahrscheinlich noch jemand in Eisenbergen. Wo die Zwerge sonst noch gelebt haben. Bleibt noch einen Moment. Ich fühle mich gestärkt genug, um weiterzumachen. Setzen wir unsere Suche nach Skorim Grimhan fort. Ja, mach das. Ich bleib hier, ich warte. Klar, nur wir wurden nicht getroffen. Natürlich. Okay. Das ist so nicht drin. Gott. Ich bin leicht heiser von gestern. Aber nur leicht. Wo läufst du hin? Wir müssen nach oben, nicht da unten. Jüngling. Ey, ey. Weiter Weg. Hier kann man sonst für gewöhnlich auch außerhalb der Instanz hoch. Aber hier sind halt alles Elite-Mobs sonst. Die Elite-Vier sind etwas hartnäckig. Etwas. Hoffe ich, dass wir die Erkundung hier durch erlangen. Jetzt haben wir ein Problem. Muss ich hier doch nochmal durch. Und dann bin ich so. Stufe 15. Wozu auch immer wir diesen Erfahrungsboost gekriegt haben. Ist da. Die fallen wie die Fliegen. Mädchen? Gefangen genommen. Okay.
Der Schatten muss fallen. Ja, wir können weiter. Wir müssen diese Sarah Eichenherz finden und retten. Sobald sie in Sicherheit ist, können wir unsere Suche nach Skorgrim fortsetzen. Vielleicht finden wir dabei meinen Vater und können ihm beistehen. Wo ich mir sicher bin, dass er den Beistand unserer Klingel kaum bedarf. Sei dir da mal nicht ganz so sicher. Da unten waren wir gerade. Da liegen die tatsächlich doch alle tot rum. Okay. Und? Wird's freigeschaltet? Ja, oh Gott sei Dank. Juhu. Dann brauchen wir uns nur noch um die Bezwingertat der Wölfe kümmern. Erst dafür kriegen wir nochmal 10 Punkte. Schipppartikel der Verzauberung kriegen wir auch nochmal. Können wir gucken, was man mit den Dingern machen kann. Ah ne, okay. Ruf erhöht sich nur. Nur der Ruf von Torinzeller erhöht sich. Wir kriegen mehr Zeichen. Oh, wir können aber ein paar Vorteile gleich mal ausgeben. Du musst dir aber auch hier jeden schnappen, ne? Lauf, Frau, lauf. Vorteile. Machen wir das einfach mal. Ist eine Falle. Wer hätte es gedacht? Und da ist er. Skorgrim Grimhand. Und er verpieselt sie natürlich. Also wird es anders sein. Gott, ich liebe diese Klasse. Juhu, eigene Unterkunft. Ihr habt Stufe 15 reich und könnt nun ein eigenes Haus kaufen. Unterkunftsvermittler in Michelbinge, Torinzale, Bülon oder im Süden von Bre. Ein Premium-Unterkunftsvermittler in Dol Amroth oder Minas Tirith. Die Unterhaltskosten für Premium-Häuser entfallen für VIPs. Juhu. Ihr solltet alle für aussuchen. Ja, nee. muss man da jetzt das Spoiler-Fahndung geben? Nach dem Spoiler. Willi wird von Arzog auf dem Rahmenwerk getötet. Willi wird von Arzogs Sohn Fotorio umgebracht. Und stirbt auf dem Eis, der auch Arzog tötet. Dann wird dem König von Erebo, Balin geht nach Moria. Der Rest geht, müsste ich jetzt nachlesen. Okay. Ja, dann... Also wahrscheinlich ist sowieso nicht alles von jedem bekannt, aber... Ja, doch. Ich könnte mir vorstellen, dass Dwalin hier auch so eine kleine... Rolle. Zumindest kann ich mir bei Dwalin eher vorstellen als bei Bombur. Ich glaube kaum, dass Bombur niemals eine großartige Heldenrolle irgendwo spielen wird. Der ist, glaube ich, eher mit Essen beschäftigt. Zum Beispiel. Skorgrim ist entkommen, doch ich glaube, die Ered Luwin sind jetzt vor ihm sicher, zumindest für eine Zeit. Deshalb denke ich, dass der gemeinsame Angriff von Zwergen und Elben ein Erfolg war. Es wird sie eine ganze Weile dauern, bis wir den genauen Preis
für unsere Taten hier kennen werden. Viele gute Leute sind heute im Tal Rastereik gefallen. Ich werde mich um die Wunden meines Vaters kümmern. Danach können wir Langlas gemeinsam Bericht erstatten und ihm erzählen, was heute hier geschehen ist. Ja, bitte einmal zurückreisen. Sarumans Verrat hat mich viel Zeit gekostet. Ich hoffe, dass es Frodo und Sam gelungen ist, das Auenland zu verlassen. Ohne meine Hilfe wandeln sie auf einem gefährlichen Pfad. Frodo ist auf die Hilfe der Waldläufer und auf eure Tapferkeit angewiesen. Ja. Ja, ich weiß, in 60 Minuten wird das fürs Update runtergefahren. Was ich weiß es. Was kann ich für euch tun? Erinnere mich nur dran. Blöd. Viele gute Zwerge und Elben sind in Rastereik gefallen. Und auch wenn Skorgrim nicht besiegt wurde, so ist er doch geflohen und seine Bedrohung ist vorerst abgewendet. Ich mache mir über die Länder im Osten Sorgen. Wenn Skorgrim so viel Leid über die Eredluin bringen konnte, kann er sicher noch viel mehr Leid über Breland und die einsamen Lande bringen. Ich fürchte, dass wir Skorgrim Grimhand nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wir müssen meinen Hauptmann davon unterrichten. Er wird wissen, was zu tun ist. Doch ihr müsst sofort aufbrechen. Seid ihr bereit? Boah, nö. Aber, boah, ne? Das hier. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Kommt her und hört gut zu. Mein Hauptmann, ein Waldläufer, den sie Streicher nennen, muss von der Bedrohung durch Skorgrim in Kenntnis gesetzt werden. Schade, dass ihr nicht bleiben könnt, um unseren Sieg zu feiern. Reist weit in den Osten zu einem Ort, den die Menschen Breland nennen. Und sucht dort nach Gerstenmann Butterblume. Ihm gehört das Gasthaus zum Tänzenden Pony, in dem die Streicher früher häufiger aufgehalten hat. Wenn Streicher dort ist, kann euch Gerstenmann helfen, ihn zu finden. Andernfalls könnt ihr dort übernachten und eure Suche am nächsten Morgen fortsetzen. Bis nach Breland ist es eine lange Reise. Zögert nicht, denn Skorgrim ist auf dem Weg. Juhu. Und wir haben schon wieder so viel Schrott bekommen. Okay, das ist aber besser. Insgesamt. Oh, hier ist auch noch was, was ich gerne hätte. So. Gut. Dann haben wir jetzt in Durland noch eins. Der Rest ist in Breland und dann müssen wir noch einmal die Bezwingertapfels machen. Geht hier jetzt recht schnell. Ich weiß ja, wo die Wölfe sind. Und dann können wir dieses wundervolle Startgebiet verlassen. Das heißt, wir sehen vor der Serverwartung sogar noch ein bisschen was vom Auenland. Worüber ich mich sehr freue.